Möchtest du attraktiv wie ein Bad Boy wirken? Was machen diese Männer auf fast allen Fotos, die du von ihnen siehst? Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer mit Herz und ich mache das schon seit 10 Jahren und habe dabei unzählige Männer, die vorher völlig aufgeschmissen waren, wenn es um Frauen geht, dahin gebracht, dass sie die richtige verführen und behalten konnten. Was es mit diesen Bad Boys auf den Fotos auf sich hat, das bekommst du direkt, denn das ist wirklich ein genialer Trick, wie du alle Frauen auf dich aufmerksam machen kannst. Einer meiner Kunden hat mir neulich einen Artikel zugesendet, den er auf Reddit gefunden hat. Darin wurde gefragt, was Frauen an Männern anziehend finden. Und 90% der Frauen, die allermeisten, waren sich komplett einig, wenn er völlig vertieft in einer Sache ist. Und was diese eine Sache ist, das ist völlig egal. Zum Beispiel haben einige Frauen berichtet, wenn er vertieft in einem Buch liest oder das Regal an der Wand anbringt, oder wenn er eine Präsentation hält, für die er begeistert ist. Oder in irgendeiner Weise in seinem Element ist. Der Mann, der in seinem Element aufgeht. Der Mann, der nicht immer für sie verfügbar ist, sondern der Mann, der tatsächlich für sie auch mal nicht verfügbar ist. Der sein eigenes Leben hat und ihr nicht fünfmal am Tag schreibt, um zu fragen, wie es ihr geht oder was sie macht. Und auch nicht fünfmal am Tag an sie denkt, was sie gerade tut oder warum sie nicht antwortet. Ein Mann, der wichtige Dinge in seinem Leben hat, die eine hohe Priorität für ihn haben. Etwas, was ich in unserem Flirt-Coaching oft mit unseren Kunden bespreche, ist: Was ist deine Mission? Wenn ich dabei helfen soll, dann klick auf den Link in der Beschreibung, denn das hängt sehr oft mit deinem Erfolg bei schönen und intelligenten Frauen auch zusammen. Wenn du für Frauen von vornherein attraktiver sein willst, dann gewöhn dir an, dich erstens einer Lebensmission zu verschreiben. Eine Lebensmission, die viel höher angesiedelt ist, als eine Freundin zu finden. Aber was noch viel direkter in jedem Augenblick umsetzbar ist: Zweitens, fokussier dich in jedem Moment auf das, was genau vor dir passiert. Diese gewinnbringende Strategie aus zwei Elementen hilft unseren Kunden, in allen Situationen mit Frauen sich souverän zu fühlen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir im Internet und von überall her abgelenkt werden, so viele Eindrücke, die ständig auf uns reinprasseln, da ist eine Seltenheit heute unser Fokus. Wenn du dich auf eine Sache fokussieren kannst, sei es auf deine Arbeit, deine Musik, dein Sport, dein Yoga, deine Freunde, dein Radfahren oder einfach nur auf die Frau, die genau jetzt vor dir steht. Wenn du im Gespräch mit ihr bist und wirklich aufmerksam bist, ihr deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken kannst. Wenn jemand da aus der Menge herausstechen will, dann sollte er das tun, was die meisten eben nicht tun. Und dieser Blick, der sagt genau das aus. Professionelle Fotografen nutzen schon seit Jahren diesen kleinen Trick, den du auf diesen Fotos gesehen hast, weil es direkt diese Eigenschaften verkörpert und einfach sehr, sehr anziehend wirkt. Es nennt sich der Squinch-Trick. Squinchen kommt aus dem Englischen und bedeutet beim Gucken die Augenlider zusammenzupressen und ein wenig offen zu lassen. Du sollst dich nicht verstellen, aber schau Menschen in die Augen, ohne Angst, ohne wegzugucken, ohne nervös zu werden. Und wenn du dabei diesen kleinen Trick nutzen möchtest, warum nicht? Wird das wirklich etwas an der Qualität deiner Gespräche oder an der Anziehung, die sie zu dir verspürt, irgendwie ändern? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber darum geht es nicht. Es ist eine kleine Spielerei. Und genau dieses Spielen, dieses Emotionen in dir und in ihr wieder erwecken wollen, wie wir es im Sandkasten als Kinder schon längst konnten, das erweckt eine Dynamik zwischen euch, die man als Flirten bezeichnet. Hab Spaß, experimentiere mit dem Squinch, aber vergiss eine Sache nicht. Es gehört noch einiges mehr dazu, als die Art, wie du sie anguckst. Deine Werte, deine Lockerheit, dein Mut, deine Intention und deine Unabhängigkeit. Und für diese Dinge gibt es eine Angewohnheit, anhand der sie dich erkennen wird. Welche ganz alltägliche Angewohnheit das ist und wie sie ganz verrückt nach dir werden wird, wenn du sie zeigst, das bekommst du in diesem Video.